Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Projektcast. Ich bin Sandwinkel. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid bei meinen tollen Fahrkünsten, ja, die ich euch hier zeigen werde. Die ganze Zeit schon bei Projektcast. Ich bin so ein richtig schlechter Autofahrer, was Online-Rennen angeht. Aber nichtsdestotrotz mache ich natürlich weiter. Ich habe hier, was habe ich denn hier im Kalender? Da kann ich ja nicht gleich weitermachen. History GT5 UK Trophy. Da habe ich eine Einladung mal bekommen und die habe ich angenommen. Und da machen wir jetzt einfach mal ein paar Classic-Rennen, glaube ich. Ich weiß nicht, wie das läuft. Ich sehe schon. Ich drücke einfach mal Start und schau mal, was es hier gibt. Was machen wir denn? Training machen wir nicht, aber Qualifying und Rennen würde ich sagen, ja. Sonst geht das Ganze wieder viel zu lange. Und das wollen wir ja nicht. Da drücke ich einfach mal auf Teilnehmen. In Donington sind wir. Cool. Ja, ich glaube, die Strecke mag ich. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher. Ich meine aber, dass Donington gar nicht mal so übel war. Glaube ich zu wissen. Ja, glaube ich zu wissen. Ich bin mal gespannt. Ja, dann schauen wir mal. Die Ladezeit ist natürlich wieder hervorragend. Okay, ich glaube, ich gehe gleich los. Dann drücke ich gleich mal Start. Was habe ich denn hier für eine Karre? Ja, ich bin ja schon unterwegs. Oh, ich habe die Mauer mitgenommen. Dabei habe ich gar nichts gemacht. Ich bin gar nicht gefahren. Das ist automatisch so passiert. Und Setup habe ich auch nicht gemacht. Klingt gut, ne? Oh, ich bin schon lange nicht mehr gefahren. Alter Schwede, der rutscht aber ganz schön. Mein lieber Herr Gesangsverein. Obwohl grün ist, wäre ich hier rausgetragen. Das kann aber auch nicht sein, oder? Oh. Zum Glück ist das nur die Einführungsrunde. Ja, ist gut. Sorry. Guckt euch das an. Kann ich da irgendwie das Setup noch bearbeiten? Zurück zur Box, fortsetzen, bla 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 bla. Wo ist denn das Setup? Zurück zur Box. Bearbeite Tuning Setup. Hier. Ich werde mal den Bremsdruck auf 100 erhöhen. Die Bremsbalance lasse ich mal wie immer. Das ist gut so. Und dann mache ich nochmal fahren. Ja. Schon wieder. Irgendwie ist das Auto zu breit für mich. Ich komme durch den. Ich hoffe, der Sound ist nicht zu laut. Nochmal ein Versuch. Alter Freund. Das ist schon ein anderes Kaliber wie Escort oder so irgendwie gedöns von den Klassikfahrzeugen. Muss ich gerade mal so feststellen. Boah. Ich bin hochkonzentriert. Ihr seht schon, ich rede viel weniger wieder. Ich bin echt hochkonzentriert. Die Fahrzeuge sind doch ein bisschen. Oh, die Kurve habe ich auch nicht gesehen. Die brechen sofort aus, wenn man zu viel Gas gibt in der Kurve oder aus der Kurve raus beschleunigen möchte. Dann brechen die Fahrzeuge sofort aus. Oh, zu viel Sekunden. Ah, ich habe noch gelangt. Okay. Da muss man echt aufpassen. Oh, ein Spitzkehr ist das, glaube ich, oder? Wow. Und wenn man jetzt da beim Rausbeschleunigen zu viel Gas gegeben hätte, dann hätte ich mich voll gedreht. Und hier auch bei der Kurve hier. Oh, alter Schwede, eine scharfe Kurve. Und jetzt zählt's dann. Jetzt läuft die Zeit. Und ich hoffe wirklich, ich komme da durch. Richtig. Ohne rauszufliegen. Mit einer guten Zeit wenigstens.
Wow. Ja, es sei mir wirklich verziehen. Ich bin echt ein Noob bei was sowas angeht, so Rennspiele. Aber ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir echt Mühe. Auch wenn es ziemlich bescheuert aussieht. Nicht rausfliege, nicht. Seht ihr jetzt gerade? Ich fast rausgeflogen. Die Bremsen sind gut. Nicht zu viel Gas geben, dann läuft das. Jetzt kommen wieder diese Kurve, wo man nicht die Kurve nicht einsehen kann. Oh, ich werde gleich überholt. Ja, so viel dazu. Ich fahre gut. Ich hoffe, ich habe da noch eine Runde. Aber dich habe ich wieder. Auf der Bremse. Jetzt kommt gleich wieder die Spitzkehre. Nicht rausfliegen. Wo die Zeit wahrscheinlich ohnehin nicht gut ist. Platz 16. Immer noch. Immer noch Platz 16? Nee. Ich dachte schon. Aber wie sagt denn der Kabel wieder? Ist der mir ganz schön... Hängt der mir hinterm Arsch da, der Capri, da der eine, der mich da überholt hat. Alter, an die Karren muss ich mich erst gewöhnen. Ehrlich. Hoppla. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Nicht rausfliegen. Alter Schwede. Hochkonzentriert, ehrlich. Hochkonzentriert bin ich. Ich habe die Kurve erst gar nicht gesehen, aber da kann ich wieder anbremsen. Ja, super. Klappt perfekt. Aber der Ford Capri geht auch ganz gut hin. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Mein Freund. Spitzkehre hat es echt in sich. Aber ist auch ein guter Punkt zu überholen, wenn man es denn kann. Oh, die habe ich ganz vergessen. Die Kurve habe ich vergessen. Die habe ich vergessen. Oh, oh. Habt ihr es gesehen? Ein bisschen zu viel Gas gegeben und schon driftet man. Ich glaube, jetzt brauche ich mir keine Sorgen mehr zu machen. Ich frage mich, wieso der Capri da so nah gekommen ist bei mir. Verbessert von der Zeit ja nicht viel. Ich glaube, es wird nichts diesmal. Jetzt sowieso nicht mehr. Die NPCs, die fahren immer genau direkt so, dass sie auf die Ideallinie kommen. Egal, ob da einer fährt oder nicht. Die sind das so programmiert, dass sie genau auf die Ideallinie wieder fahren. Nach der Kurve oder so. Wenn man sie vielleicht ein bisschen abgedrängt hat oder so. Wie ich das öfters mal mache. Das war zu viel des Guten. Das war zu viel des Guten. Okay. Das war echt zu viel des Guten. Gebe ich zu. Ja. Das hat wirklich sehr viel Zeit gekostet. Ebenso das. Aber das ist auch egal. Das Rennen kommt eh gleich. Oh, der fällt in die Box. Dann geht das blöde Training noch. Mann. Ich dachte, es ist schon vorbei. Weiß ich selber. Die Zeit habe ich noch gut gemacht, aber nicht viel.
Komm schon, weg da. Er fährt wieder genau auf diese Ideallinie. Wenn ich da jetzt überholen wollen würde, so wie ich es eben probiert habe, zieht er einfach rüber. Jetzt kommt wieder diese Kuppe. Ich mich meistens verbremse, aber diesmal nicht so arg, aber ein bisschen wieder. Nur ein bisschen. Nicht zu spät bremsen, mein Freund. Nicht zu spät bremsen. Oh. Na, wieder zu früh Gas geben. Oh, 0,035. Das ist nicht so viel, was ich da gemacht habe. Jetzt dachte ich gerade, die Kurve habe ich besser genommen und dann muss ich doch in den Dreck raus. Jetzt ist aber fertig, hoffentlich. 'Immer nicht fertig. Mann. Dann gehen das Scheißtraining noch. Will ich Rennen fahren? Okay, geschafft. Geschafft, geschafft. Aber ich glaube, ich kann den Schwierigkeitsgrad jetzt mal ein bisschen höher drehen wieder beim nächsten Mal. Denn ich bin eigentlich ganz gut dabei. Also noch in der... Ah, das ist ein BMW, stimmt ja. So ein CSI oder irgendwas in der Richtung. Ein Alter. Oh, da wollte mich gerade einer auf Start überholen. Da habe ich aber mal richtig Dusel gehabt. Aber die Fahrzeuge sind echt elendig breit, oder? Das war wieder nichts. Egal. Rausgeflogen, rausgeflogen, rausgeflogen. Ja, ich weiß. Diese Meldung, die echt könnte ausrasten, wenn ich die Meldung da immer sehe. Wobei verschaffe ich mir nicht irgendwie einen Vorteil. Das sage ich jedes Mal, ne? Erzähle ich jedes Mal. Es ist aber wirklich zum Mäusemelken. In dieser blöden Meldung. Es kostet mich ja mehr Zeit, als dass ich irgendwie was gut mache. Wenn ich absichtlich jetzt abkürze, dann okay, verstehe ich das. Aber das mache ich ja nicht. Das sage ich auch jedes Mal. Ich weiß, jedes Mal, wenn ich die Meldung kriege. Aber es regt mich immer aufs Neue auf. Diese Scheiße da. Okay, ich glaube, ich mache das doch nicht mit dem Schwierigkeitshochsetzen. Das ist doch ein bisschen noch... Ich glaube, die fahren zu gut im Rennen. Im Training waren die nicht so gut. Verdammt. Wenn ich auf die Minimap gucke, die hängen mir ganz schön am Bobo. Ja, 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 ja. Das war auch nicht so gut, so perfekt, ideal. Ich dachte, ich kann einlenken, wenn es noch rot ist, aber das war dann noch nicht so gut. Nicht gar nicht so gut. Ich habe zwar keine gültige Rundenzeit, aber das Rennen kann ich ja trotzdem gewinnen. Uah, das war wieder vor lauter Reden. Hat aber noch gereicht. Und ich glaube, das sind auch schon wieder 15 Minuten rum oder so in dem Dreh rum. Oh, da hat einer einen Poller mitgenommen. Und es regnet jetzt. Oh, das ist gar nicht gut, glaube ich. Wenn ich mich richtig entsinne, dann wird die Fahrphysik tatsächlich so, dass es dann rutschiger wird auf der Rennstrecke. Mit Slicks. Und ich müsste mir Regenreifen aufziehen, aber das kann ich ja nicht mehr machen. Denn ich bin ja... Es regnet tatsächlich. Typisch England. Ich bin ja mitten auf der Strecke und ich glaube in der letzten Runde. Haben Sie mal einen Blick auf die Minimap. Okay. Ein bisschen Vorsprung habe ich jetzt rausgefahren. Vielleicht mache ich dann doch mal den Schwierigkeitsgrad hoch. So 10% wieder. Wow. Kaum gesagt, schon mache ich wieder Fehler. Oh. Und es ist mir doch einer auf dem Fersen noch. Oh, jetzt regnet es aber doller.
Aber ist noch machbar. Ich raus mich aus der Strafe schon wieder. Eine gültige Rundenzeit, die habe ich. Nämlich jetzt gerade. Oh, wie viele Runden sind denn das? Die ich doch in die Box fahren sollen. Aber bis jetzt merke ich noch nichts, dass es irgendwie rutschiger wird. Bremsen tun sie immer noch so stark. Bremsen gut. Läuft. Jetzt habe ich nicht so eine Zeit und bin natürlich gleich prompt schlechter. Wo die Runde gar nicht so gut war, ne? Eigentlich? Oder täuscht das? Oh, jetzt macht es aber ganz schön runter. Jetzt ist die Strecke auch nass, jetzt sieht man es auch. Okay, okay. Ja komm. Ehrlich, hey. Das ist wieder sowas von übertrieben. Na, ich reg mich schon wieder auf drüber. Mit dem Mist da. Ich sehe die letzte Runde, glaube ich. Oder? Ja, ist die letzte Runde. Hallo? Letzte Runde? Ja. Okay, Gott sei Dank. 17 Minuten hat es trotzdem gedauert. Ja, das Training war so scheiße lang, ne? Ja, finde ich auch. Aber das Auto ist nicht schlecht, muss ich sagen. Lässt sich gut fahren. Bin ich eigentlich, ja, beeindruckt. Durch den Regen. Was? Die anderen haben... Okay, die kommen erst jetzt ins Ziel. Jetzt dachte ich gerade, die haben nur 2 Runden gefahren, aber die kommen ja erst jetzt ins Ziel. So, ja. Prima. Dann gehe ich hier auf Weiter. Kassiere die 25 Punkte. Und beim nächsten Mal, denke ich, mache ich mal 10% höher. Den Schwierigkeitsgrad. Ja, ich muss langsam machen. 10% machen wir erstmal. Noob-Kontroll. Ja. So, also ich habe hier den ersten Platz gewonnen. Ich lasse das mal so, wie es ist. Da drücken wir noch schnell weiter. Dann gucken wir mal. 2 Siege. 50 Points. Ja. Und dann drücken wir nochmal auf weiter. Dann wird das Ganze gespeichert nämlich. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne wieder vorbeischauen oder meinen Kanal abonnieren oder ab und zu mal vorbeigucken und mich unterstützen, würde ich mich riesig drüber freuen. Ansonsten schaut so hin und wieder mal vorbei, wäre auch cool. Alles klar, alles cool, alles easy. Tschüss, bye bye, winke winke. Hier war euer Sanvicol mit Projekt Cars. Bis zum nächsten Mal. Cheerio.